Ganz herzlichen Dank, Herr Spieler, für diese nette Einführung. Sehr geehrte Frau Dekanin, sehr geehrte Damen und Herren, es ist eine sehr große Ehre, hier reden zu dürfen. Ich habe das noch gar nie gemacht, obwohl ich sehr viel in Niedersachsen und besonders in Göttingen bin. Und ich freue mich auf diesen Abend. Ich hoffe, dass ich heute gar nichts Provozierendes sagen werde, sondern dass ich so friedlich bin, dass Sie alle selig nach Hause gehen werden. Ökologischer Landbau, Idylle oder Hightech ist mag ein relativ provozierender Titel sein. Frau Pawelczyk hat ihn mir gegeben und ich habe ihn sehr gerne aufgenommen, weil ich schon oft gesagt habe, der Ökolandbau müsste eigentlich die Kombination von Natur und Hightech sein. Und er müsste eigentlich die Gesellschaft, die sehr verunsichert ist im Umgang mit sehr vielen neuen Entwicklungen in der Landwirtschaft und die Ernährung, die aus der Forschung kommen, müsste er eigentlich durch diese Unsicherheiten hindurchführen, auch bezüglich Wahl von modernen Technologien. Wenn wir heute schauen, das ist aus der Neuen Zürcher Zeitung, gerade letzte Woche erschienen, was Lebensmittel heute bedeuten, was Ernährung heute bedeuten, also kann denn Speise Sünde sein? Das heißt, das Essen ist mittlerweile fast etwas moralisch, ethisch überladen. Man hat das Gefühl, man müsse permanent eine Schuld begleichen, wenn man isst. Und deswegen, wenn man schaut, wie heißen heute die Produktlinien? Pure Foods, reine Lebensmittel. Das ist ein moralischer Imperativ. Oder es gibt Smoothies, die heißen Innocent, Unschuld. Oder es gibt mittlerweile Ketten, Restaurants, wo man Abendessen geht, wo man, wenn man dorthin geht, ist man nicht schuldig, not guilty. Das heißt, Essen ist keine Bedürfnisbefriedigung mehr, sondern ist emotional, ethisch überladen. Und wenn man dann bis ins Extrem geht, der Fruktarier, die essen ja nur noch, was die Natur ihnen schenkt. Also wenn der Apfel dann vom Stamm fällt, dann darf er gegessen werden. Also diese Betrachtungsweise, diese vielleicht auch Überhöhung der Ernährung ist eine typische Entwicklung unserer mitteleuropäischen und auch amerikanischen Gesellschaft. Nun, der Ökolandbau spielt natürlich darin eine sehr wichtige Rolle, weil der Ökolandbau nimmt einzelne dieser Elemente auf. Zum Beispiel was Qualität anbelangt, also wir wissen, dass ökologisch produzierte Pflanzen, Gemüse, Früchte, dass die durchaus wissenschaftlich gesichert einen Mehrwert in der Ernährung haben, ob das nun im Durchschnitt 50-70% höhere Gehalte an Antioxidantien anbelangt oder ob es deutlich tiefere Pestizidrückstände bedeutet. Also es ist da diese Idee des Pure Foods ist in den Ökoland, in den Ökoprodukten teilweise auch aufgenommen. Und ich habe da jeweils Hinweise auf die entsprechenden Meta-Analysen, wo ich selber beteiligt war an der Publikation. Oder auch bezüglich Fleisch und Milch gibt es jetzt zwei neuere Studien, wo ich auch beteiligt war, zusammen mit Newcastle University.
dass man eigentlich mehrfach gesättigte Fettsäuren überhaupt ein besseres Verhältnis der Fettsäuren und CLAs hat in Fleisch und in Milchprodukten, und das kommt vor allem aus der Fütterung der Tiere, die bei den Wiederkäuern sehr Raufutter betont ist und eben weniger Getreidekonzentrate eingesetzt werden. Also da auch durchaus gewisse Aspekte der Gesundheit, die in diesen Lebensmitteln heute durch wissenschaftliche Publikationen auch gezeigt werden können. Der Ökolandbau hat ja auch immer ein Problem der Glaubwürdigkeit. Die Menschen stellen sich vor, dass Ökoprodukte hauptsächlich im Bioladen, im Fachgeschäft verkauft wird, und sind immer sehr skeptisch, ob das wirklich in den LEH oder sogar in die Discounter reinpasst, obwohl mittlerweile in vielen Ländern der Welt der überwiegende Teil der Lebensmittel im LEH und auch in Discountern verkauft werden. Zum Beispiel in Dänemark, in der Schweiz, in England sind das 60-70% der Ökoprodukte, die eben nicht über den Fachhandel verkauft werden. Aber da entsteht immer eine gewisse Skepsis. Können Ökoprodukte wirklich in die Supermärkte hineinwachsen und dort erfolgreich verkauft werden? Die Frage, die eigentlich hinter allem dem steht, ist eigentlich, ist Öko eine Nische oder ist Öko eine Nachhaltigkeitsstrategie? Wir sehen, dass gerade bezüglich Nachhaltigkeit der Ökolandbau eigentlich sehr viele Vorteile hat. Es gibt sehr viele Studien, die zeigen, dass die Artenvielfalt bei ökologischer Bewirtschaftung deutlich höher ist als bei konventioneller Bewirtschaftung. Die letzte Metastudie, die hier publiziert wurde von Tuck et al., zeigt, dass die Artenvielfalt über alle Arten gesehen und die Häufigkeit der Individuen bezüglich Mikroorganismen im Boden, bezüglich Gliedertiere auf dem Boden, bezüglich Regenwürmer etc. bis hin zu den Vögeln, dass das deutlich erhöht ist durch den Ökolandbau. Also eigentlich eine wirkungsvolle Ökologisierungsstrategie. Und wir wissen auch, dass die Bodenfruchtbarkeit durch den Ökolandbau sehr stark gefördert wird. Also das geht, wie gesagt, im Bereich der Mikroorganismen haben wir deutlich positive Effekte, und wir sehen, dass im Ökolandbau das Bodenleben, dass das sehr aktiv genutzt werden kann, um Nährstoffe aus der Bodenmatrix rauszuholen, um die Mineralisierung vorwärts zu treiben etc. Und wir sehen auch in Meta-Analysen, die wir in den Proceedings of the National Academy of Science publiziert haben, dass der Ökolandbau auch eine stärkere Rückbindung von Kohlenstoff aus der Atmosphäre in den Boden aufweist und dadurch eigentlich zur Minderung des Klimawandels beitragen kann. Das sind pro Jahr also pro Jahr und pro Hektare sind das 450 Kilogramm im Mittelwert über sehr viele einzelne Versuche, die mehr an Kohlenstoff rückgebunden werden. Auch da wieder eindeutige Ergebnisse im Ökolandbau. Das ist aus einem Langzeitversuch, den wir seit 1977 betreiben, dass Regenwürmer
bezüglich Biomasse, Anzahl, aber auch Spinnen, Kurzflüger, Laufkäfer, sehr viele nützliche Tiere, die im und auf dem Boden leben, dass die im Ökolandbau deutlich erhöht sind, zum Teil, dass die Populationen bis doppelt so groß sind im Vergleich zu einer integrierten Produktion. Rot ist die integrierte Produktion und grün und blau sind die beiden ökologischen Verfahren, organisch-biologisch und biologisch-dynamisch. Also man sieht hier einen deutlichen Effekt auf die Fauna. Das wirkt sich dann eben bis zum Ende der Nahrungskette aus, mehr Pflanzen im Bestand, im Ackerbestand, mehr Insekten im Ackerbestand, mehr Mikroorganismen und dann schlussendlich auch mehr Vögel. Man sieht hier diese höhere Vielfalt auf großen Ökobetrieben, zeigt sich dann auch zum Beispiel an den Populationen von Kiebitzen und Feldlerchen, die mehr als doppelt so groß sind als auf vergleichbaren integrierten Betrieben. Nun, wir sehen, Öko kann ein Ernährungsbedürfnis abbilden. Öko kann auch bezüglich ökologischer Nachhaltigkeit etwas bieten. Was ist aber seine Bedeutung, wenn wir jetzt von einer globalen Nachhaltigkeitsstrategie ausgehen? Und das ist jetzt eine Außensicht. Normalerweise zeigt man immer, wie der Ökolandbau wächst. Und hier ist jetzt grau 100% der Weltagrarfläche und unten die gelbe Linie. Ich hoffe, Sie sehen sie. Das ist der Ökolandbau. Das heißt, in den letzten 15 Jahren hat sich der Anteil des Ökolandbaus von 0,5 auf 1% verdoppelt. Ist eigentlich eine vernachlässigbare Größe, wenn wir die Menschheit nachhaltig ernähren wollen. Was ist also der Ökolandbau? Ist es eine Marktnische, die sich eben andeutet, wenn man diese Ernährungstrends anschaut? Oder ist es ein Raum für Innovation, eine Nische für Innovation, wo man Sachen ausprobiert, die später von der konventionellen Landwirtschaft übernommen werden? Oder ist Bio tatsächlich in der Fläche eine Nachhaltigkeitsstrategie? Und bisher hat man vor allem eigentlich als Marktnische gehandelt, auch teilweise als Innovationsnische. Man hat sehr viele neue Sachen ausprobiert. Die IFAM-EU-Gruppe, das sind die europäischen Biobauernverbände, die sich in Brüssel organisiert haben, die hat aber in einer Vision, die im letzten Jahr in Riga verabschiedet wurde, gesagt, Ökolandbau ist die zukünftige Nachhaltigkeitsstrategie. In Europa werden wir im Jahr 2050 oder es ist nicht so ganz genau gesagt, 50% Ökolandbau haben. Und damit kommen völlig neue Anforderungen auf den Ökolandbau dazu, wenn man solche Ziele ernst nehmen will. Eigentlich ist es einem wöhler in der Nische, als wenn man Verantwortung übernehmen muss für eine nachhaltige Strategie für Europa und für die Welternährung. Und trotzdem, wenn man Öko-Leute fragt, dann sagen die immer, jawohl, mit Bio können wir die Welt ernähren. Können wir das? Wenn man schaut, es gibt momentan sehr viele verschiedene Nachhaltigkeitslabel, die um die Gunst der Kunden werben. Und da sieht man, die Grafik ist verzerrt, es hat eine logarithmische Skala, das heißt,
weltweit ist die größte Fläche an nachhaltigem Anbau ist durch Biolabel zertifiziert. Das sind 43,2 Millionen Hektar. Und alle anderen Nachhaltigkeitslabels, die Sie immer wie stärker jetzt in den Geschäften finden, wie zum Beispiel Rainforest, Fairtrade, Wood Certified oder Roundtable on Sustainable Soil and Palm Oil Production, alle diese Labels sind zurzeit noch weniger wichtig als der Ökolandbau, also die betreffen rund etwa 1 bis 3 Millionen Hektar. Das heißt, die Ökofläche ist weltweit immer noch 10-mal größer und ist insgesamt größer als alle anderen Nachhaltigkeitslabels zusammen. Also rein von der Fläche her wäre der Ökolandbau also eine wichtige Nachhaltigkeitsstrategie. Aber man sieht, dass der Handel in Europa und in den USA immer wie stärker auf andere Nachhaltigkeitslabels setzt, die weniger hohe Anforderungen an die Produktion haben, in der Produktion haben. Der Ökolandbau als Nachhaltigkeitsstrategie. Da kommt einem dann sofort in den Sinn, ja, sind die Erträge im Ökolandbau groß genug, dass man diese Strategie umsetzen kann? Was passiert, wenn man die globale Landwirtschaft auf Ökolandbau umsetzen würde? In der Regel werden da relativ große Ertragsdifferenzen zwischen Öko- und konventioneller Produktion zitiert. Aber wenn man die Literatur genau anschaut, und das sind alles globale Literaturstudien, die auf sehr vielen einzelnen Experimenten beruhen, dann sieht man, dass die Ertragslücke des Ökolandbaus nicht dermaßen gigantisch ist. Das heißt, die liegt etwa zwischen 10% und 25% weniger Ertrag. Wobei man eben weiß, dass die Schwankungen je nach Kultur, aber auch je nach Standort und je nach Know-how der Landwirte relativ groß ist. In Deutschland gibt es sehr viele Gebiete, wo die Weizenerträge im Ökobereich nur 50% ausmachen der konventionellen Erträge. Es gibt dann aber auch Kulturen wie Soja, die ist eigentlich überall auf der Welt, auch im Ökolandbau, sehr ertragsstark und bringt gleich hohe Erträge wie die konventionelle Landwirtschaft. Also wir haben eine Ertragslücke, sie ist nicht so dramatisch, aber unter Ökokreisen darf man das nicht so deutlich ansprechen, weil man doch immer sagt, dafür haben wir eine hohe Qualität, aber wir müssen eigentlich auch über die Erträge reden. Wir sehen aber, und das sind jetzt Daten aus unserem Langzeitversuch, wo seit 1977 verschiedene Anbausysteme untersucht werden in einem Exaktversuch auf einer tiefgründigen Lösslehmerde. Da sieht man, dass eigentlich zwar der absolute Ertrag geringer ist in den Bioverfahren als in den konventionellen. Man sieht hier 83%, wenn man über 28 Jahre die Gesamternten miteinander vergleicht, aber dass der Input deutlich tiefer ist. Der Input liegt, der Nährstoffinput liegt zwischen 30% und 64%. Das heißt, Input-Output ist äußerst günstig. Und wenn man zum Beispiel bei den Pestiziden schaut, dann sieht man, dass dort eben Öko einen riesigen Vorteil hat, was Input an
Pflanzenschutzmitteln beträgt im Ökoverfahren nur 4% und in der Energie ist Input-Output etwa gleich 87%. Output eben 83% über 28 Jahre. Und wenn man dann noch die Bodenfruchtbarkeitsentwicklung als Biomasse anschaut, die lebendige Biomasse im Boden an Pilzen, Mikroorganismen, Regenwürmen, Insekten etc., sieht man, dass dort der Ökolandbau eben stark überlegen ist, also 167% im Vergleich zur integrierten Produktion. Das heißt eigentlich eine sehr hohe Ressourceneffizienz und wenn man Bodenfruchtbarkeit auch als Outputgröße bezeichnen würde, ist das ein sehr großer Vorteil. Was wir aber sehen ist, und das haben wir im gleichen Versuch ausprobiert, dass der Züchtungsfortschritt, den man macht in der Pflanzenzucht, der genetische Gewinn an Ertragspotenzial, dass der im Ökoverfahren schlecht ausgenutzt werden kann. Sie sehen die grünen Säulen, das ist der biodynamische Landbau, und die gelben Säulen, das ist die konventionelle Produktion. Und man sieht hier, dass von ganz alten Züchtungen, Rouge de Bordeaux zum Beispiel, eine alte Weizensorte, bis zur modernsten Sorte im Jahr 2011, Cap Horn, dass es hier nur dass der züchterische Fortschritt nur zu einem kleineren Teil ausgenutzt werden kann, während die moderne Produktion das eben sehr stark ausnutzen kann. Das heißt, wir beobachten eigentlich, dass die Ertragsschere zwischen dem konventionellen Landbau und der ökologischen Landwirtschaft zunimmt und immer wie größer wird. Auch das ein Grund, warum wir uns eben mit den Erträgen beschäftigen müssen. Und noch ein letzter Grund, wenn wir zum Beispiel die Lachgasemissionen anschauen, die ja sehr bedeutend sind im Klimawandel, dann sehen wir, dass Öko zwar auch wieder in Metastudien aus sehr vielen Einzelversuchen, dass der Ökolandbau zwar pro Fläche besser abschneidet und weniger Lachgas emittiert, aber wenn die Erträge im Ökolandbau, die Ertragslücke im Ökolandbau größer als 17% ist, dann ist der konventionelle Landbau besser. Und weil die Lachgasemissionen ein globales und nicht ein lokales Problem sind und ganz stark mit der Menge an Lebensmitteln korreliert sind, die die Menschen essen, ist das für mich auch ein weiteres Zeichen, dass wir die Erträge im Ökolandbau nicht außer Acht lassen dürfen, weil sonst haben wir eine stärkere Klimabelastung durch die Lebensmittel, die konsumiert werden. Nun, ich komme dann nochmals zurück zu den Erträgen. Was kann man im Ökolandbau machen? Was macht man heute schlecht? Was könnte man besser machen? Ich möchte aber noch ein anderes Element reinbringen. Das ist Effizienz und Suffizienz. Wir sehen eigentlich, dass wir bei mindestens 4 von 10 planetarischen Belastungsgrenzen, zum Beispiel Klimawandel, Biodiversität, Eutrophierung von Gewässern und anderen, die Belastungsgrenzen des Planeten bereits überschritten haben, verursacht durch die Landwirtschaft. Und das hat sich auch nicht geändert, obwohl man sehr viel in die Effizienzsteigerung
und in die sparsamere Verwendung von Düngen, Pflanzenschutzmitteln etc. investiert hat. Die Politikinstrumente, zum Beispiel das Greening in der europäischen Agrarpolitik, unterstützen diesen Prozess, aber die bisherigen Maßnahmen sind eigentlich nicht genügend, um wirklich eine Trendwende im Umweltbereich zu erreichen. Und da fragen sich sehr viele Wissenschaftler, ob die Suffizienz eine Lösung sein könnte, nicht nur Effizienzsteigerung, sondern das Element der Suffizienz hinzunehmen. Und Suffizienz hat Sachs 1993 definiert. Er sagt, einer naturverträglichen Gesellschaft kann man in der Tat nur auf zwei Beinen näherkommen: durch eine intelligente Rationalisierung der Mittel, wie durch eine kluge Beschränkung der Ziele. Denn die Schwäche einer Effizienzstrategie ist der sogenannte Rebound-Effekt. Wir wissen das bei den Autos. Wir haben zwar sehr viel effizientere Motoren, die brauchen nur noch einen Bruchteil des Benzins, das sie noch vor 20 Jahren gebraucht haben, aber wir haben mittlerweile alle Klimaanlagen und wir fahren sehr viel mehr Auto und damit wird die Effizienzsteigerung bei den Motoren wird wieder zunichte gemacht. Und das passiert eigentlich auch in der Landwirtschaft, wenn wir effizienter produzieren und dafür sehr viel mehr Lebensmittel verschwenden, haben wir überhaupt nichts erreicht. Da setzt die Suffizienz an, indem sie einen neuen Begriff einführt, den Begriff der Mäßigung. Das heißt, im Umgang mit Knappheit, und das sind die meisten natürlichen Ressourcen, die wir haben, müssen wir maßvoll umgehen. Ich denke, und deswegen gefällt mir der Ökolandbau auch sehr, dass der Ökolandbau Elemente der Suffizienz in den Anbaurichtlinien drin hat. Zum Beispiel nutzt der Ökolandbau Stickstoff nicht aus fossiler Energie, also aus Erdöl Stickstoff herzustellen, sondern er nutzt die Symbionten der Pflanzen, die Knöllchenbakterien, um Stickstoff in den Boden hineinzubringen. Auch bezüglich Phosphor hat der Ökolandbau eine klare Strategie, dass man zuerst den schwer gebundenen Phosphor in den Böden nutzt und herauslöst, bevor man abgebauten, in Phosphorminen abgebauten, endlichen Quellen Dünger produziert und den nutzt. Auch der hohe Anteil an Raufutter in der Wiederkäuerfütterung ist ein Zeichen einer Suffizienz. Man hat deutlich weniger Getreide und damit Konkurrenz mit der Ackerfläche, sondern man nutzt das Grasland, um hohe Erträge in der Milch und beim Fleisch zu produzieren. Auch wissens- und arbeitsintensive Techniken im Pflanzenschutz und in der Tiergesundheit haben etwas mit Suffizienz zu tun. Und dann das Beschränkung des Leistungsniveaus bei den Tieren, also der Milchleistung und des Fleischzuwachses mit Rücksicht auf das Tierwohl. Also das sind wesentliche Elemente des Ökolandbaus, die eben den Gedanken der Suffizienz, des verantwortungsvollen, sparsamen Umganges, mäßigen Umganges mit beschränkten Ressourcen in die Landwirtschaft hineinbringen. Wir haben das mal kurz, ein solches Modell gerechnet. Das war eine Publikation, die wir zusammen mit Vertretern der FAO gemacht haben. Wir haben die Szenarien 2050 der FAO
bezüglich Populationsentwicklung der Menschheit, aber auch bezüglich Diät, dass immer wie mehr Menschen in Richtung Fleisch essen gehen, haben wir kalkuliert. Und wir haben gesagt, das sehen Sie oben links, wir wollen das Grünland, das Grasland gleich behalten, die Menge an genutztem Grasland, und wir wollen die Menge an Ackerland nicht ausbauen, weil das ist ein, nicht erweitern, weil das ist ein ökologisches Problem und es kann ein ökologisches Desaster werden. Und Sie sehen hier, blau ist jeweils heute Zustand und grün ist jeweils das Szenario, das wir gewählt haben für 2050, indem wir gesagt haben, im Jahr 2050 produzieren wir kein Viehfutter mehr auf Ackerflächen. Wir nutzen nur noch das Grünland für Fleisch und Milch und wir nutzen nur noch die landwirtschaftlichen Nebenprodukte für Nichtwiederkäuer, also Monogastrier, das heißt Schwein, Huhn und Fisch. Und mit diesem Szenario sehen Sie, können wir sowohl den Energiebedarf wie auch den Proteinbedarf der Menschen decken. Die durchschnittliche Menge an Energie und Protein, die für die Menschen pro Tag zur Verfügung steht, auch bei einer sehr viel größeren Population von 10 Milliarden Menschen können wir decken, so wie wir das heute schon decken können. Und wir sehen oben rechts, dass sich natürlich die Tierbestände drastisch ändern. Also die Wiederkäuer, das heißt Kühe, Schafe, Ziegen, die nehmen eher zu. Und die Monogastrier, Schwein, Huhn, die nehmen massiv ab an der Population. Und das, was wir an Protein verlieren aus diesen abnehmenden Tierbeständen, das ersetzen wir hier natürlich mit pflanzlichem Protein, Bohnen, Erbsen etc. Und was wir unten sehen, die Umweltwirkungen, da sehen wir, dass praktisch alle wichtigen Umweltwirkungen bei in diesem Szenario kein Futter mehr auf Ackerflächen zu produzieren, dass hier alle diese Umweltparameter sich sehr günstig entwickeln, wenn Sie die blaue und die grüne Säulen anschauen. Rot ist jeweils das Szenario, wenn wir gar nichts ändern, sondern wenn alles so weiterläuft. Das ist eigentlich ein typisches Suffizienzszenario, das heißt, wir beschränken den Konsum an Tieren oder wir beschränken die Produktion von Futtermitteln auf den Ackerflächen und haben damit keine Konkurrenz mehr zur menschlichen Ernährung. In dieses Szenario haben wir noch nicht reingenommen, dass wir auch die Abfälle, also die 30-40% der Lebensmittel, die wir gar nie konsumieren, dass wir die auch verringern. Das ist ja ein Ziel der FAO, dass man die Abfälle und die Ernteverluste, dass man die um 50% reduziert. Und wenn wir dieses Szenario hier noch reinnehmen, das haben wir noch nicht publiziert, das ist jetzt in Review bei Nature Climate. Dort haben wir gesehen, dass wir, wenn wir die Abfälle noch halbieren, dass wir dann sogar mit einem Ökolandbauszenario die Ernährungssicherheit gewährleisten können. Ich habe von den Erträgen erzählt und wenn wir Probleme haben mit den Erträgen, ist die Frage der Innovation auch im Ökolandbau eine wichtige Frage und wir kennen das. In der Landwirtschaft haben wir immer soziale, ökologische, technologische Innovation und das hatten wir schon vor 10.000 Jahren, wo der Mensch mit dem Ackerbau angefangen hat,
Innovation, auch technische Innovation, hat die Landwirtschaft immer sehr stark geprägt. Soziale Innovation, das wäre ein Bild über die solidarische Landwirtschaft. Das ist für viele Landwirte ein sehr gutes Beispiel. Ökologische Innovation, das ist zum Beispiel, dass man die Biodiversität in der Landwirtschaft funktionell nutzt. Das heißt, man fördert mit gezielten Biodiversitätserhöhungen die Nützlinge, und die können wiederum die Schädlinge regulieren und die können wiederum die Erträge erhöhen. Das ist ein Beispiel hier aus der Kohlproduktion, wo wir eigentlich mit Begleitpflanzen, zum Beispiel die Kornblume im Kohl drin, die Schädlinge an allen Standorten unter die Schadgrenze drücken konnten, ohne irgendwelche Insektizidanwendungen. Das heißt, das ist ein typisches Beispiel für eine ökologische Innovation. Aber, und das gilt auch für den Ökolandbau, technologische Innovationen werden in Zukunft immer wichtiger werden. Und jetzt kommen wir zu Idyll und Hightech. Jetzt kommt Hightech. Was hier so nett aussieht, nämlich eine intelligente Nutzung von moderner Landtechnik und eine dumme Nutzung von Landtechnik, das ist eben die Hightech. Was die dumme Nutzung von Landtechnik ist, muss ich nicht erklären. Mit allen negativen Effekten auf Bodendruck, Bodenerosion, auf Biodiversitätsverluste. Aber links sehen Sie ein Beispiel eines Ökobetriebes in Argentinien, und der bewirtschaftet den ganzen Betrieb entlang der Landschaftskonturen im Streifenanbau. Und das geht nur, wenn jedes Gerät präzis über Satelliten gesteuert ist. Und da entsteht eine neue, dank modernster Technik, eine neue Vielfalt. Und die ist spannend. Und Sie sehen hier, weil diese Streifen dann Jahr für Jahr wandern, haben wir hier eigentlich eine Fruchtfolge im Raum, ein Frucht nebeneinander im Raum und eine Fruchtfolge in der Zeit. Das ist eigentlich ökologisch eines der spannendsten Entwicklungen, die ich kenne. Und wenn man es dann die Technik dahinter sieht, dann sieht es so aus. Das heißt, jedes Gerät ist satellitengesteuert, jedes Gerät verfügt über Sensorik, jedes Gerät verfügt über sehr viel Informationen, die über Bodeneigenschaften, über Wasserhaushalt, über Nährstoffgehalte der Böden, und kann die mit Sensoren abfragen. Also das ist dann eigentlich Hightech, und Sie sehen am vorherigen Bild, dass das eben auch für den Ökolandbau ein spannender Einsatz geben kann. In Zukunft werden dann selbstfahrende Roboter kommen, wie zum Beispiel für die Unkrautbekämpfung, auch die mechanische Unkrautbekämpfung. Und Sie sehen, dass das, was der Kleinbauer hier macht, dass er eben Unkraut hackt in den Zwiebeln, ohne dass er Bodendruck hat, das macht dann der Roboter automatisch, indem hier eben Unkraut effizient erkannt, entfernt wird, ohne dass der Boden durch sehr schwere Zugmaschinen belastet ist. Das ist Hightech-Entwicklung, und das ist spannend. Es gibt dann weitere Entwicklungen, die sind an der Grenze von Bio und Biotechnologie. Da gibt es gewaltige Entwicklungen bei den Züchtungsmethoden. Man redet ja von Präzisionszüchtung. Es gibt sehr viele Entwicklungen bei der Diagnostik. Es gibt auch Entwicklungen in der weißen Gentechnologie, wo man völlig neue Substanzen
entwickeln kann, die im Pflanzenschutz eingesetzt werden. Das ist jetzt alles konventionelle Landwirtschaft und man weiß zum Beispiel, dass die Firma Syngenta, die setzt einen Schwerpunkt auf dem sogenannten biologischen Pflanzenschutz und das wird vermutlich eben weiße Gentechnik sein, wo sie mit manipulierten Bakterien ganz gezielte Insektizide und Fungizide produzieren werden. Aber das können auch nützliche Bodenmikroorganismen sein. Das ist ja eine ureigene Idee des Biolandbaus, dass man mit der Aktivität der Mikroorganismen im Boden eben die Pflanze mit Nährstoffen versorgen kann. Das wird mittlerweile auch von Monsanto aufgenommen. Und es ist eine der Strategien von Monsanto, dass man nützliche Mikroorganismen für den Boden produziert. Auch das dürften vermutlich vorwiegend Produkte aus weißer Gentechnik sein. Das heißt, das sind Entwicklungen, die den Ökolandbau herausfordern werden. Und darauf zu antworten, ist eigentlich momentan noch nicht klar. Ich habe mal vorsichtig in einem Interview in der Taz in Berlin gesagt, wir müssen das unvoreingenommen anschauen, vor allem zum Beispiel das Precision Breeding. Aber das hat nachher so viel Widerspruch ausgelöst und ich war 4 Wochen lang beschäftigt mit E-Mails zu beantworten und bin gar nicht mehr zum Arbeiten gekommen, dass ich jetzt heute dazu nichts sagen werde. Ich kann einfach andeuten, hier wird die konventionelle Landwirtschaft bedeutende Entwicklungen machen. Die können allenfalls für eine Nachhaltigkeitsstrategie in der konventionellen Landwirtschaft nützlich sein, aber sie werden den Ökolandbau herausfordern, kann er noch mithalten. Ich muss langsam zum Ende kommen. Wichtige Bereiche gehe ich jetzt nicht so darauf hinaus, weil eine ganz wichtige Entwicklung wird auch sein, dass wir Kreisläufe, Nährstoffkreisläufe, Kreisläufe der organischen Substanz wieder besser schließen können. Da haben wir ja riesige Defizite in der Landwirtschaft, auch im Ökolandbau. Zum Beispiel, dass wir Klärschlämme eben nicht in einer hohen Qualität einsetzen können. Das wird auch eine entscheidende Strategie sein für die Zukunft, denn zum Beispiel Phosphor ist begrenzt. Ob das nun 100 Jahre sind oder 300 Jahre oder 80 Jahre, wie prognostiziert wird, ist gleich. Es ist aber beschränkt, da müssen wir Lösungen finden und dann eben auch die großen Lebensmittelabfälle, die müssen wir wieder in den Kreislauf hineinbringen. Seit der BSE-Krise können diese nicht mehr verfüttert werden. Das ist eigentlich ein dramatischer Fehlentscheid gewesen und die europäische Gesetzgebung lässt das immer noch nicht zu. Da muss man dran arbeiten. Es gibt auch sowohl in Göttingen wie in Hannover an der Tierärztlichen Hochschule Bemühungen eben mit Insekten, also Abfall an Insekten zu füttern, wie die schwarze Soldatenfliege und daraus nachher ein hochwertiges Protein zu machen. Wir werden jetzt in den nächsten 6 Monaten in der Schweiz oder in Deutschland die erste Pilotanlage für 50 Tonnen bauen, um zu schauen, ob das wirtschaftlich machbar ist, ist ein wunderbares Futter, zum Beispiel für die Forellen, also statt Fischmehl oder Soja an die Forellen zu füttern, eben Insekten, das ist das, was sie natürlich fressen, aus Abfall. Das sind eigentlich ganz vernünftige Kreisläufe und wir haben bereits schon mehrere hundert Forellen ausprobiert, die schmecken wunderbar. Gut, was ist die Herausforderung? Sie sehen hier links ein intensives Getreidefeld. Es könnte in
in Niedersachsen sein, sehr ertragreich, aber auch monoton, große ökologische Defizite. Und rechts sehen Sie ein Bio-Getreidefeld, vielfältig, eben nicht so grün, weil es Nährstoff eher unterversorgt ist, vermutlich etwa 20-30% oder vielleicht auch 40% tiefere Erträge. Und die Frage ist, wo liegt die Zukunft? Die konventionelle Landwirtschaft muss massiv ökologischer werden. Sie muss nicht noch ertragreicher werden, weil wenn wir vernünftige Szenarien für die Zukunft entwickeln, wie ich bei der Suffizienz angetönt habe, müssen wir auch für 10 Millionen, Milliarden Menschen nicht mehr produzieren. Aber der Ökolandbau muss vorwärts machen. Das heißt, wie kann er die Vielfalt, die ökologischen Vorteile bewahren, indem er und trotzdem ertragreicher werden? Das wird eine entscheidende Frage sein. Beide Landbausysteme haben große Herausforderungen. Und im Prinzip ist es hier der Strich in der Mitte, ist nicht so prägnant als schwarze Linie. Es ist also nicht schwarz-weiß. Der Horizont ist auch etwa auf der gleichen Höhe, der Himmel. Das heißt, wir müssen voneinander lernen. Und das ist, glaube ich, wichtig. Und deswegen ist der Titel Idyll und Hightech oder Natur und Hightech eigentlich gar nicht so schlecht, um die Herausforderungen zu charakterisieren. Was wichtig ist, am Schluss spielt immer das Geld eine Rolle. Alles Schöne kann nicht umgesetzt werden, wenn das Einkommen der Landwirte nicht stimmt. Und da muss man einfach feststellen, für alle Ökologisierungsmaßnahmen hat es genug Geld. Wenn wir alle Direktzahlungen 100% an die Ziele einer effizienten agrarökologischen Landwirtschaft binden, dann haben wir bereits schon einen riesigen Effekt. Und wenn wir noch zusätzliche Geldmittel über die Internalisierung externer Effekte, also die Verschmutzung von Grundwasser, die Reduktion von Biodiversität, Belastung des Bodens, die Verdichtung des Bodens, wenn wir das durch Steuern auf Betriebsmitteln wie Pflanzenschutz, Stickstoff, Energie oder CO2 wieder reinholen, dann haben wir auch hier große Geldmittel für die Ökologisierung. Das heißt, wir sollten uns eigentlich weniger Sorgen machen, ob diese Maßnahmen finanzierbar sind, sondern wir sollten ein sehr gutes Konzept entwickeln und Natur, wie es der Ökolandbau anzustreben versucht, und Hightech, wie wir es teilweise in der konventionellen Produktion finden, könnte da ein Mittelweg sein, eine Lösung, die eben diese Probleme lösen kann. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.